und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von King of New York, dem lang erwarteten Nachfolger von King of Tokyo. Es ist keine Erweiterung, sondern ein eigenständiges Spiel, das sehr, sehr an King of Tokyo erinnert, aber doch sehr eigenständig ist, eine Weiterentwicklung. Und die große Frage, die sich ja alle stellen, die King of Tokyo lieben, und das sind viele, viele Leute, weil dieses Spiel echt beliebt ist und auch wirklich gut ist, ist halt die Frage, ist es... braucht man King of New York, wenn man King of Tokyo hat? Ist es besser? Gibt es dem Spiel mehr? Diese Fragen werde ich alle beantworten, sobald ich einmal im Kurzdurchlauf, im Schnelldurchgang erklärt habe, wie dieses Spiel funktioniert. Daraus werden sowohl die Leute, die King of Tokyo kennen, schon ein paar Unterschiede erfahren, und Leute, die weder wissen, wie King of Tokyo noch wie King of New York geht, bekommen gleich einen Überblick davon. Es ist eher ein Fun-Spiel, also halt so ein lustiges, kurzweiliges Spiel, das mittlerweile schon so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde dauert, aber was eben wirklich eher, ne, wir spielen eben Monster, die hier so als Pappmarker dargestellt sind, die durch New York randalieren, da alles kaputt machen. Mittlerweile gibt es so Gebäude auf dem Spielplan, die wir kaputt machen, dafür können dann Militäreinheiten kommen. Und unser Ziel ist es eben einfach, so viel kaputt zu machen und so viel Ruhm zu sammeln, dass wir dadurch irgendwann 20 Punkte gesammelt haben, und sobald uns das gelungen ist, haben wir das Spiel gewonnen. Das ist allerdings eher die uncoole Variante. Die tolle Variante ist, wir haben jetzt hier drei Monster auf dem Spielplan. Ne? Hier Kong, Mantis und Captain Fish. Und wenn man einfach das Monster ist am Ende, das ist das Einzige, das noch lebt, weil alle anderen Monster kaputt sind, dann hätte man eben gewonnen. Und das wäre richtig Monster-like. So, vom Spielablauf her ist das Spiel relativ simpel. Wie gesagt, jeder Spieler sucht sich ein so ein Monster aus, nimmt sich eine Monstertafel, macht dann die Siegpunkte auf 0, die Lebenspunkte auf 10 und versucht dann, wie gesagt, entweder bei allen anderen das auf 0 zu bringen, das auf 20. Und wer dran ist, nimmt sich die Würfel. Würfel bis zu dreimal, darf sich immer so viele Würfel rauslegen, wie er das gerade macht. Also wenn jetzt irgendwie Mantis dran wäre, könnte er sagen, okay, hier die Tatzen weg und irgendwie das Herz weg und der Blitz. Und die würfel ich nochmal. Und so, das wäre jetzt mein Ergebnis. Das wäre jetzt nicht ganz so geil. Ich darf mir jetzt aussuchen, in welcher Reihenfolge ich die Würfel aktiviere. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, zuerst nehme ich den Blitz, dafür bekomme ich hier so einen Energiemarker. Wofür der ist, später. Ein Stern bringt mir erstmal gar nichts. Ein Herz heißt, ich heile mich um ein Herz. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie wenig Leben gehabt hätte, also wenn ich irgendwie 6 Leben gehabt hätte, könnte ich sagen, okay, ich nehme mir ein Leben dazu. Habe ich schon volles Leben, 10, dann passiert nichts. Dann kann ich sagen, die 2 Tatzen benutze ich, um das Monster, das in Manhattan steht, anzugreifen. Immer, Manhattan ist so der zentrale Bezirk. Wer in Manhattan ist, greift alle anderen Monster an. Wenn man in Manhattan ist, wenn man außerhalb von Manhattan ist, kann man immer nur das Monster in Manhattan angreifen. Das heißt, er könnte jetzt sagen, okay, ich mache Kong 2 Schaden. Kong würde sich dann 2 Schaden nehmen, hätte nur noch 6 Leben und könnte sich jetzt entscheiden, ob er in Manhattan bleiben will und weiter von anderen auf die Mütze bekommt oder ob er selbst drin bleibt. Er sagt mal, er bleibt drin, weil er gleich wieder dran ist. Und jetzt haben wir eins von diesen neuen Symbolen gewürfelt, ein Ouch-Symbol. Das bedeutet einfach, dass alle Militäreinheiten, die in einem Gebiet sind, also hier sind in Brooklyn gerade diese 3 Militäreinheiten, jede Militäreinheit macht mir einen Schaden. Das heißt, ich bekomme jetzt nochmal, wenn ich vorher 7 gehabt hätte, würde ich nochmal 3 Schaden bekommen und hätte 4 bekommen. Angenommen, ich hätte 2 von diesen Symbolen gewürfelt und da wären irgendwie 2 Monster in dem Stadtteil, dann werde nicht nur ich angegriffen, sondern alle Monster in dem Stadtteil würden Schaden bekommen. Und wenn ich das Kunststück vollbringen sollte und würde sogar 3 von diesen Symbolen würfeln, dann würden alle Armeeeinheiten, die auf dem Spielfeld sind, in ihrem Stadtteil randalieren. Das heißt, hier würden jetzt die beiden Spieler von denen jeweils 3 Schaden bekommen und hier in Manhattan würde es 1, 2, 3 Schaden für Kong geben. Und so kann man dem halt nochmal extra Schaden zufügen. Wenn man übrigens 3 Ouch-Symbole würfelt, dann bekommt man auch diese Freiheitsstatuenkarte. Die bringt mir einfach 3 Punkte, solange ich sie habe. Wenn irgendwer anders auch 3 Ouch-Symbole würfelt, muss ich die Karte wieder abgeben. Das heißt, darüber kann ich über Punkte gewinnen, aber die ist nicht ganz so mächtig, finde ich. So, angenommen, man hätte diese kotzende Mülleimer gewürfelt, was einfach Zerstörungssymbole sind, dann kann ich dafür pro Symbol, das ich gewürfelt habe, kann ich quasi einen Stärkepunkt killen. Das heißt, ich könnte sagen, ich möchte gerne diesen Jeep hier killen, diese Militäreinheit, damit wir später weniger Schaden bekommen und bekomme dafür ein Herz. Das heißt, damit heile ich mich und würde jetzt einfach ein Leben wieder dazu bekommen. Und mit dem anderen Bein kann ich sagen, hier, diesen Militärjeep möchte ich auch noch töten und bekomme dafür nochmal ein Leben. Bei den Sternen ist es so, wenn ich einen Stern würfel, passiert nichts. Würfel ich 2 Sterne, passiert auch nichts. Würfel ich 3 Sterne, bekomme ich diese Superstar-Karte. Hab die dann. Für jeden weiteren Stern, den ich würfel, bekomme ich jetzt noch einen Punkt. Das heißt, das wären 2 Punkte. Ein Punkt dafür, dass ich die Karte bekomme. Und ein Punkt für jeden weiteren Stern. Und solange ich diese Karte habe, wenn ich in späteren Runden Sterne würfel, dann bekomme ich einfach pro Stern einen Punkt. Das heißt, das wären schon 5 Punkte. Das ist also schon extrem mächtig. Da sollte man eben darauf achten, dass nicht ein Spieler die ganze Zeit die Karte hat, sondern man ihm die wieder wegnimmt. So, nachdem wir die Würfel halt ausgewertet haben, bewegen wir uns. Das heißt, wenn kein Monster in Manhattan ist, also angenommen Kong hätte gesagt, er geht raus, dann muss ich nach Manhattan. Wenn er aber drin geblieben ist, könnte ich jetzt auch sagen, oh, hier ist mir das ein bisschen zu heiß. Ich gehe vielleicht lieber in einen Stadtteil, wo weniger los ist.
Aber in dem Fall, weil hier nur jetzt noch eine Militäreinheit ist, ist das eigentlich der sicherste Stadtteil. Aber angenommen, ich wäre jetzt irgendwie hier und hier wären halt zwei Militäreinheiten, kann ich sagen, okay, ich wechsle mal hier hin, weil hier bekomme ich nur einen Schaden, wenn irgendwer anders Symbole würfeln würde. Und bei den Karten, da gibt es alles Mögliche. Die sind zum einen immer sehr süß gezeichnet, also die Grafiken sind immer toll. Die Fähigkeiten sind eben, also manche Karten sind halt total gut, andere Karten sind total schwach. Es gibt auch eine Karte, die kostet 12 Punkte und da macht man einen doppelten Schaden. Eine andere Karte kostet 0, man kriegt irgendwie 4 Energie, aber auch 4 Schaden oder, dass man auch mit einem extra Würfel werfen kann. Immer wenn man Schaden bekommt, bekommt man Energie. Also ihr seht, da ist ganz, ganz viel Variation drin und pro Spiel kommen auch gar nicht alle Karten ins Spiel. Also auch dadurch ist immer ein bisschen Abwechslung in einer Partie. Und man kann auch diese Karten einfach abwerfen. Man kann sagen, hier, ich möchte gerne 2 Energieblitze ausgeben, werfe alle Karten, die hier liegen, ab und lege da neue hin. Und das ist auch wichtig, wenn hier irgendwie eine 12er-Karte liegt und ich merke, irgendwer spart darauf, dann kann ich sagen, okay, ich gebe 2 ab und die sind weg und du kannst diese Karte nicht mehr bekommen. Das ist dann auch ganz gut, dafür kann er sich natürlich irgendwelche anderen Karten kaufen. So, und das war King of New York quasi im Schnelldurchgang. Wie gesagt, diese Gebäude, wenn ich die zerstöre, die bringen mir nochmal extra Siegpunkte. Es ist einfach mehr los auf dem Spielplan. Also beim King of Tokyo, da war es ja so, es gab halt so den Ort Tokyo und alle anderen Monster standen so abstrakt herum. Hier sind wirklich alle Monster immer in der Stadt. Sie greifen immer noch die anderen Monster an und man versucht sich gegenseitig wegzunügen, aber auch die Stadt selbst schlägt zurück. Und das ist natürlich thematisch, wenn ich irgendwo randaliere, kommen Armeen und versuchen mich da platt zu machen. Und dadurch ist eben auch, wenn ich hier quasi aus Manhattan rausgehe, dann muss ich trotzdem gucken, wo ist es irgendwie eng, wo so viele Militäreinheiten, da will ich natürlich nicht hin, ich gehe lieber in einen anderen Stadtteil, randaliere da ein bisschen rum. Und das ist einfach schon viel thematischer, als es bei King of Tokyo der Fall war. Auch wenn man quasi in dem Ort bleibt, das wird auch pro Runde belohnt. Man kann zwar in Manhattan sich nicht mehr heilen, also keine Herzen benutzen, aber ich bekomme, wenn ich eine Runde drin bleibe, einen Siegpunkt und einen Blitz. Danach bekomme ich 2 Siegpunkte und noch einen Blitz. Und wenn ich es schaffe, noch länger drin zu bleiben, bekomme ich 2 Siegpunkte und 2 Blitze jedes Mal dafür. Also es gibt noch bessere Belohnung, je länger man drin bleibt. Und dieses Spiel ist einfach sehr schön. Es ist eben immer was los. Man ist immer irgendwie involviert. Es ist auch noch, finde ich, ein bisschen interaktiver, weil beim alten Spiel, da gab es eben auch auf diesen Würfeln ja so 3 Symbole, mit denen man was anfangen konnte. Und 1, 2, 3, wofür man eben Punkte bekommen hat. Das fand ich da schon immer ein bisschen dröge. Das ist hier eben netter, dadurch, dass man einfach mit allen Symbolen wirklich was anfangen kann. Und eben auch am Ende Pech haben kann, wenn man so ein Symbol würfelt und im Stadtteil steht, wo man selbst was auf die Mütze bekommt, dass man nochmal Schaden bekommt. Und man eben auch gezielt darauf setzen kann, okay, ich versuche jetzt 3 von diesen Symbolen zu würfeln, wenn wir mit 5 Spielern spielen oder so, um möglichst vielen Leuten Schaden zu machen. Und dadurch, dass eben auch immer mehr Militäreinheiten ins Spiel kommen, geht das Spiel auch insgesamt ein bisschen schneller, weil natürlich die dann auch Schaden machen und dadurch die Leute eher Leben verlieren. Also das Spiel wird meistens eher über das Eliminieren anderer Monster gewonnen, als darüber, dass jetzt ein Spieler Siegpunkte gewinnt. Das kann zwar auch noch passieren, ist auch ja nicht schlimm, weil das gehört ja zum Spiel dazu, muss man halt versuchen, was gegen zu tun, aber es ist halt insgesamt ein bisschen interaktiver, ein bisschen lebendiger, ein bisschen dynamischer. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles erzählt, was man so zu diesem Spiel erzählen kann. Wie gesagt, ich finde es schicker als King of Tokyo, ein bisschen komplexer, aber wenn irgendwie die Komplexitätsskala von hier nach hier geht und hier ist super komplex und hier ist sehr einfach, dann wäre King of Tokyo irgendwo hier und King of New York da. Also es ist ein bisschen mehr drin, aber es ist immer noch kein schwieriges Spiel. Es ist immer noch eher locker. Es dauert jetzt zwar so, zu fünft haben wir zweimal so 45 bis 50 Minuten gebraucht. Es ist aber auch jetzt mit mehr Spielern gut. Es ist immer noch doof, wenn man früh ausscheidet. Und wie gesagt, es steckt einfach ein bisschen mehr drin. Es, finde ich, macht in jeder Spielerzeit mehr Spaß als King of Tokyo. Und wer King of Tokyo mag, dem kann ich das nur sehr ans Herz legen. Bei mir wird es dazu führen, dass ich King of Tokyo einfach nicht mehr spielen werde. Und wer gerade überlegt, hole ich mir lieber King of Tokyo oder lieber King of New York? Ich kann nur sagen, holt euch King of New York. Dieses Spiel ist wirklich richtig cool, richtig gut. Wenn ihr es euch zulegt, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß damit. Sage bis bald und tschüss.